Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Presseschau. Die Ereignisse der vergangenen Woche. Fitch warnt Polen und senkt die Wirtschaftsprognose. Umfrage. PiS weit vorne, PO auf tiefstem Stand seit über 10 Jahren. Shadow beim EEC. Starke Schweden bedeutet starkes Polen. Und immer mehr Ausländer machen Urlaub in Polen. Die Einzelheiten. Fitch warnt Polen und senkt die Wirtschaftsprognose. Die Ratingagentur Fitch senkte die Wirtschaftsprognose für Polen in diesem Jahr von 3,5% auf 3,2%. Ein schwächeres Wachstum und die Aussagen der Politiker erhöhen die Fiskalrisiken, erklärte die Agentur. Ob das einen Einfluss auf das Rating haben wird, erfahren wir am 15. Juli. Umfrage. PiS weit vorne, PO auf tiefstem Stand seit über 10 Jahren. Der nächste Umfragesieg für die Partei von Jarosław Kaczyński. Nach der neuesten Wahlumfrage, die von Ibris für Rzeczpospolita durchgeführt wurde, kann die Regierungspartei auf 33% der Stimmen hoffen. Bittere Einbußen gibt es hingegen für die größte Oppositionspartei, die Bürgerplattform. Die Partei von Ex-Außenminister Schetyna würde nur noch auf 12% kommen. So schlecht hat die Bürgerplattform seit über 10 Jahren nicht mehr bei einer Wahlumfrage abgeschnitten. Schedule beim EEC. Starkes Schlesien bedeutet starkes Polen. Wenn Schlesien wirtschaftlich stark ist, wird sich ganz Polen weiterentwickeln, sagte die polnische Premierministerin beim Europäischen Wirtschaftskongress in Katowice. Wir wollen, dass sich die innovative Industrie und ein innovativer Bergbau weiterentwickelt, sagte die Regierungschefin. Außerdem sagte sie, dass die Wirtschaft für die Regierung eine sehr große Rolle spielt und von größter Priorität sei. Zusätzlich will ihr Kabinett in den kommenden Tagen ein sehr ambitioniertes Wohnprogramm vorstellen und weiterhin die polnischen Unternehmen und die Kapitalentwicklung unterstützen. Immer mehr Ausländer machen Urlaub in Polen. Die Zahl der Touristen aus dem Ausland, die sich in Polen ausruhen wollen, wächst ständig. Die Polen entdeckten wiederum neue Reise- und Urlaubsziele. Die meisten Urlauber aus dem Ausland stammen aus Deutschland, Großbritannien, Frankreich oder Italien. Die positive Entwicklung ist auf das Angebot der Reisebüros, auf die steigenden Kompetenzen im Bereich der touristischen Dienstleistungen, auf eine bessere Vermarktung im Ausland sowie die Tatsache, dass Polen als ein sicheres Land gilt, zu führen. Wenn es um die Polen geht, sieht man hier eine deutliche Abkehr von beliebten Reisezielen wie Ägypten, Tunesien und der Türkei. Doppelt so viele Buchungen wie sonst verzeichnete man für Albanien und Montenegro. Spitzenreiter ist Griechenland und den größten Ansturm im Vergleich zum Vorjahr erleben gerade Länder wie Bulgarien und Spanien. Das war die Presseschau mit den wichtigsten zusammengefassten Ereignissen der vergangenen Woche. Mehr ausführliche Informationen finden Sie auf unserer Internetseite www.polenjournal.de. Ich bin Katrin Gogela und verabschiede mich an dieser Stelle und sage bis nächste Woche.